Kreuz angezogen. Die meisten nehmen Drehmomentschlüssel. Aber ich brauche sie nicht. Seit 20 Jahren ohne. Obwohl ich ihn habe, das zu liegen, aber. So, das war natürlich mühsam, diese Scheiße hier hochzukriegen. Vorteil ist natürlich, durch, da ich vorher gesichert hatte, mit dem Kabelbinder, da ist noch nicht so ein Problem, muss ich nicht raus, muss ich nicht mal die Seite hier abmachen. Und es war ein bisschen schwierig, das hier hochzukriegen. Dann nur noch Vergaser und Auspuff dran. Dann kann man schon mal sehen, wie das Ding dann läuft. So, Vergaser, Sufi-Board. Oh, da ist soweit. Dran. Hier sind alle dran. Ja, passt. Das auch. Muss nur noch der Auspuff rein. Zwei Fußdichtungen, normale dicke Kopfdichtung. Alles wieder schön zusammengefummelt. Auspuff dran. Ja. Eine Schraube muss ich noch nach, eine Mutter muss ich noch holen. Ja. Jetzt werde ich erstmal testen. So, den Motor habe ich mal mit Hand durchgedreht.
Benzin an offen, jetzt wollen wir sehen. Das Ding ist natürlich leer nach EWM Standzeit. Dazu sagen, die hat bestimmt 2 Monate in der Garage gestanden, ohne dass ich sie benutzt habe. Und nach 3-4 Mal antreten geht sie wieder.